Hi, hallo und herzlich willkommen heute zu einem Unilight Spezial. Unilight ist Streaming since 1981 und somit sind die gerade mal ein Jahr älter als der Toolboy. Wir schauen heute mal über den Tellerrand, über den Teich, um es genau zu nehmen. Und zwar beschäftigen wir uns mit den tollen Messern, Taschenlampen und der PSU, der persönlichen Schutzausrüstung und was die sonst noch für tolles Werkzeug haben. Schon kann es losgehen. Nichts riskieren, abonnieren. Also, Unilight gibt es seit 1981. Das ist ein Family-Run-Business, also ein familiengeführtes Unternehmen. Und die machen heftige Werkzeuge, richtig hohe Qualität haben, die habe ich festgestellt. Die sind build-tough und ihr Credo ist Magic is Science und Science is Magic. Die benutzen Aircraft-Grade Aluminium, also Aluminium aus der Luft- und Raumfahrt. Das Produktdesign nehmen sie, also the Product Design, they take serious, nehmen die wirklich ernst. Und zwar down to the tiniest detail, bis hin zum kleinsten Detail, und das sieht man auch. Every component and material is absolutely perfect. Also, für die 100%igen heute, wirklich tolle Werkzeuge, die ich gefunden habe. Und die schauen wir uns jetzt an. Die sind ultra tough, lightweight, ultra durable und wirklich premium. Und die Firma kommt aus Worcestershire, UK. Buddy, ja, wo fangen wir an? Hier, mal mit diesem tollen Tough Bild Tough 8 Meter 32er Alter Schwede Maßband. Die haben hier die Unilight Schriftzug extra abgeklebt gehabt, dass das wirklich ganz sauber hier kommt. Ich habe das Ihnen nicht gesagt, dass ich das hier mal am Kanal zeige, sondern einfach bestellt. Die haben nämlich auch einen Versand nach Europa und ab und zu mal solche Aktionspreise. Das ist das Ganze in Ordnung und das ist halt ein Maßband, beidseitig beschriftet mit Zoll und Zentimeter, auch wieder mit einem Stopper und hier vorne ganz toll aufgehängt, das Maßband, also wirklich hochverarbeitet, auch richtiges massives Maßband, außen gummiert und mit einer tollen Federlasche. Und natürlich, wie alle anderen Dinge von Tough Build, immer in diesem Schwarz-Neon-Gelb von Unilight. Ja. Und echt, also tolle Hingucker, wie ich finde, und auch qualitativ sehr hochwertig. Und dann haben die Messer zum Beispiel dieses KC2. Das hat hier vorne eine Trapezklinge und hier auch ein kleines Fach. Kann man aufmachen, wenn man es kann. Beziehungsweise man kann die Trapezklinge auch so wechseln. Die ist auch schön in schwarz und geölt, wie ihr seht. Das funktioniert ganz gut. Und unter dem Fach, jetzt müssen wir wieder einfahren, dass wir uns verletzen hier, kann man das rausnehmen. Und da hat man ein Reservoir. Das hat hinten auch ein Loch für einen Schlüsselring und ist verschraubt. Und ich habe es schon ein bisschen ramponiert. Das ist hier Metalldruckguss und ein Gummi. Und liegt gut in der Hand. Und das ist auch ein Heavy-Duty-Tool. Das sieht man schon für alle Leute, die hier mit Teerbahnen und Teppichböden unterwegs sind. Da kann man auch toll reisen. Und setzt sich vielleicht durch die Farbgebung ein bisschen ab von anderen Dingen. Und dann hier, fast, muss ich natürlich noch einlaufen. Auch wieder eins mit Trapezklinge. Und auch das erste, das man hier in so einer Stellung arretieren kann. Also auch Knopfhoff mit drinnen. Tolle Sache, hinten einen Federhalter und natürlich kann ich es auch ganz aufmachen und muss noch ein bisschen üben, dass das auch so schnell aufgeht. Und ich sehe gerade, man hat sogar 0, also 180 Grad, dann hier Zwischenstufe 45, 90 und dann geht es zu und halt hinten im Griff auch wieder ein Reservoir, in dem Fall mit drei Klingen. Richtig cooles Schnuckelchen, UK One, echt ein cooles Tool, wenn ihr so Messerfreund seid wie ich. Ihr kennt ja meine Messer von Milwaukee, wenn nicht, ich verlinke sie euch. Ja, dann seid ihr hier sehr gut aufgehoben. Und die haben noch eins hier, Zirp mit Wellenschliff. Das FK3, wirklich, also auch total lit am Beam.
Es rastet allerdings nicht ein, aber hat so eine Schnellöffnung. Klinge ist gerade noch im guten Bereich. Die darf ja nicht so lang sein, wenn es so schnell aufgeht. Und ja, doppelt gemoppelt außen, tolle Aluminium, denke ich. Schalen oben, schön Knopf, also richtig feines Messer auch. Tolle Messer machen die, ja. Und draufgekommen bin ich eigentlich durch diese tolle Lampe. Die habe ich mal gezeigt, die war auch schon Bauform 24. Das ist die Unilight IL 575R. Und die kann einen langen Balken leuchten lassen, einen kurzen Balken leuchten lassen und auch vorne hat sie einen kleinen Spot. Die gibt es auch in ganz unterschiedlichen Größen. Die hat hinten einen Magneten und hier auch einen Halter. Und na, man kann die halt schön im Winkel verstellen und die hat hinten rastet sie auch ein. Und die sind alle ganz fein farbig. Also das sieht man wirklich, das macht einem Spaß. Oft gibt es so Werkzeuge, da ist das nicht der Fall, aber hier ist es wirklich so Premium Quality, ja, kann man sagen. Also für alle ambitionierten Schrauber unter euch, die was auf ihr Werkzeug halten, könnt ihr zugreifen. Ja, dann haben die hier eine tolle Lampe, die hierhin auch so einen Karabiner hat, der geht nach außen auf und auch Magnete. Und das hier ist, das muss ich euch auch noch zeigen, die SLR 500 Compact Light. Und auch die Verpackungen, ja, das ist so eine Kartonverpackung, da ist das eingelegt in so einem tollen Schaumstoff. Also das ist auch ein tolles Geschenk, ja, wenn ihr da mal für den Geburtstag oder für Weihnachten was sucht. Darüber freut sich, denke ich, jeder, der ein bisschen Ahnung von Werkzeug hat. Die gibt es auch dann nochmal größer mit hier einem Zeugewinde, um das da drauf zu schrauben. Die haben auch noch viel größere Lampen, habe jetzt aber leider keine und die haben diesen Stand im Angebot gehabt, den hat man geholt und man sieht, die denken immer ein Stückchen weiter, weil da ist oben für die zöllige Aufnahme eine Kappe, dann kann man die schön mitnehmen, die hat hier einen Kugelkopf, kann man das arretieren und auch eine kleine Wasserwaage, dass man das schön ins Wasser stellen kann. War gar nicht so teuer, ich glaube unter 20 Euro habe ich den bekommen, obwohl der aus aus England kommt, ja. Und ja, was ist hier drin? Schauen wir uns gleich an. Handschuhe haben die auch tolle. Auf jeden Fall, so ganz neu sind die. Da habe ich mir eine 10er Größe bestellt, da muss ich sagen, die sind, vielleicht habe ich auch mittlerweile so dicke Wurstfinger, fallen ein kleines bisschen größer, klein aus, weil normalerweise passen mir 10er ganz gut. Und da, ja, da müssten wir ein bisschen damit arbeiten, dass man da neu wächst. Ja, dann guckt mal hier, wie abgefahren, dass die sind, die haben so einen Stoßschutz, die haben auch nach Ansicht, glaube ich, Schnitt A4, ja, schnittfest und auch gummiert, also ein Augenhingucker, ja, auf jeden Fall. Impact Build Tough UG und dann weiß ich nicht, I2C4 oder 12C4, egal, die findet ihr auf der Homepage und dann merkt man schon, das ist auch ein Tough Stoff hier und echt großartige Handschuhe, wie ich finde. Weil die halt auch nach was ausgucken. Und dann last but not least noch einmal von der FK3. Hier hinten stehen auch noch ein paar Informationen. Heavy Duty natürlich, gefällt mir. Folding Utility Knife, High Carbone, 3C313 Stainless Steel Blades waren das, was wir gesehen haben. Und die haben 250 bis 450 HC und sind ultra tough. Aluminium Handles haben wir gesagt, with some studs, Linear Lock Mechanism, Pocket Clip for easy carrying and hole for attaching a lanyard. Also, alle drei haben so ein tolles Durchsteckloch und machen wirklich was her. Und dann last but not least, PSU haben wir gesagt, richtig stylische und leuchtende Brille. Damit setzt ihr euch auf jeder Baustelle ab, seid ihr hingucken und ihr werdet natürlich auch erkannt, ist also doppelt sicher. Na gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir schalten mal wieder ein. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann.